Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Der Windheimer Herbstmarkt lockt auch in diesem Jahr Gäste nicht nur mit Fahrgeschäften. Schon traditionell gibt es auch altes Kunsthandwerk zu bestaunen und erstehen. Und natürlich fehlt es nicht an regionalen schmackhaften Spezialitäten, obwohl diese aus dem Ausland stammt. Hier gibt es echte westfälische Stippgrütze, die allerdings aus Niedersachsen kommt. Warum kommt die denn aus Niedersachsen? Ja, weil ich in Niedersachsen wohne. Ist ja tragisch, oder? Nee, eigentlich nicht. Wie macht denn Niedersachse westfälische Stippgrütze? Ja, das sind alte westfälische Rezepte, weil meine Frau eine Westfälin ist. Und das haben wir einfach so übernommen und es kommt sehr gut an. Ein Zelt weiter sind Westfalen am Werk. Ostwestfalen. Hier gibt es... Wie, Kartoffelpuppe, das sieht man doch. Hallo? Ich schon, aber... Wie soll ich die jetzt so hochhalten? Und, wie schmecken die? Ja. Ist das denn hier auch westfälisches Rezept, aber aus Niedersachsen, die nebenan, nee, nee, oder? Nee. Das ist richtig Kreismin-Lübbecke. Und das sind die Landfrauen, die das haben, Eldachsen. Da leben wir weg drauf. Frisches und eingemachtes Obst sowie Marmeladen gibt es vor dem Zelteingang. Und daneben haben sich noch ein paar Ehrenamtliche eingefunden. Ja, in dieser Sonderausstellung möchte der Windheimer Markt aufmerksam machen auf die Rettungskräfte an Land und zur See. Und wir hier jetzt von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger wollen natürlich auch den Leuten hier im Binnenland mal das See- und Rettungswerk näher bringen. Wir zeigen ihnen hier diverse Ausstellungsstücke. Einmal ein See- und Rettungsanzug, der, also ein Überlebensanzug nennt sich das Ganze, der bei Schiffbrüchigen, die über Bord gehen, anziehen können. Dann zeigen wir einmal in Videos über die Arbeit, die tägliche Arbeit an Bord eines Seenotrettungskreuzers. Und wir zeigen auch hier ein Schiffsmodell der Hans Lüken, ein ausrangierter Seenotrettungskreuzer. Die meisten Besucher zieht es ins große Zelt. Kunsthandwerk und Lebensmittel gibt es hier nach guter alter Tradition. Ja, verschiedene Schnittkäsesorten nach Gouda-Art und nach Bergkäse-Art, mein Gott. Und Weichkäse, Schmelzkäse, Fischkäse, Joghurt, Quark, Butter, eigentlich alles, was man aus Milch machen kann. Ja, wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, haben 90 Milchkühe zurzeit und vermarkten 10% unserer Milch. Ich bin einfach Rentner und mache das als Hobby. Mit dem Wein, die Liköre. Das ist Hobby. Okay. Und warum kommen Sie hier gerade nach Windheim? Weil man mich darauf angesprochen hat und ob ich hier nicht herkommen wollte. Mit Sachen. Ist ja sonst nicht sowas hier. Jo. Das ist alles Hausmacherwurst. Wir stellen alles selber her. Wir haben auch sehr schöne Wildspezialitäten. Wir haben auch frisches Fleisch davon und wir haben eine Gastronomie. Dort haben wir auch Frühstücksbuffet jeden Sonntag und das ist ein Jenhorst. Und warum sind Sie hier auf dem Windheimer Herbstmarkt? Wir sind schon jahrelang hier, immer wieder gerne und hier ist immer richtig was los. Wem der Sinn nach etwas Süßem steht, für den bieten die Windheimer natürlich auch ein üppiges Kuchenbuffet im Gemeindehaus. Gewinne werden wie in den vergangenen Jahren für einen guten Zweck gestiftet.